Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play Rome Total War mit mir, dem Yakinator. Und natürlich Yakinator, dem Imperator. Und einer Menge Dinge zu tun. Ja, wie ihr vielleicht seht, wir haben jetzt schon fast ganz Europa eingenommen. Waren wir fleißig. Wunderbar, wir haben uns hier einmal im Uhrzeigersinn herumbewegt. Haben praktisch hier in Italien, unten auf der Minikarte, hallo hier, genau. Unten in Italien haben wir angefangen, haben uns dann hier so vorgearbeitet und sind jetzt schon hier oben in Condate Redonum. Und in Condate Redonum ist unser kleiner Amulius Julius, der jetzt übrigens seinen Namen geändert hat. Ah, das sehe ich gerade. Der heißt jetzt Amulius Victor. Da gucken wir gleich mal hin. Hier ist alles soweit geregelt. Den gucken wir uns nochmal an. Ah, Amulius Victor, wo bist du? Hier bist du. So, und ja, der hat jetzt schon fast legendären Status erreicht. Super ja, Redenschwinger ist er, also Wahnsinn. Mann, das ist unser tollster Typ hier. Und der heißt jetzt Victor, weil er noch nie einen Kampf verloren hat, also Victory von Sieg, ne? Ihr wisst schon. So, und wir gucken und wir wollen schauen, wo macht es Sinn, wo macht es am meisten Sinn, als nächstes anzugreifen. Es kam ja der Tipp, wir sollten uns die Germanen vornehmen. Ja, Leute, aber die Germanen sind hier und die Gallier, die sind hier. Und ich würde sagen, wir machen das so ein bisschen parallel. Hier oben haben wir ja noch schon eine schöne Armee. Die ist zwar noch relativ unausgebildet und nicht allzu schlagkräftig, da sie kaum Bogenschützen hat. Nur diese Plänklerhorden. Aber wir werden ja weiterhin produzieren und das heißt, da kommt der Nachschub. Und während wir hier Gallien erobern, beziehungsweise uns hier unten auch noch ein bisschen verstärken, mit dieser Armee. Und hier werden wir sicherlich auch noch ein bisschen rumproduzieren. Ja, jetzt können hier nämlich die Hastati ausgebildet werden. Werden wir hier unsere Präsenz auch noch ein bisschen verstärken und dann hier helfen, dem Amulius zur Seite springen, wenn er das nicht ganz alleine schafft, die Gallier hier auszulöschen. So, Condate Redonum, ja. Eigentlich müssten wir jetzt, also hier ist ja übrigens noch eine andere kleine Armee, die bald gegen die Gallier hier in den Krieg ziehen wird. Eigentlich müssten wir jetzt Condate Redonum noch ein bisschen aufstocken mit Truppen. In Limonum ist dummerweise, ja, naja, ich sag mal so, da ist die Stimmung jetzt nicht so gut. Deswegen, ich hatte mir vor dem Let's Play schon mal überlegt, wäre es nicht sinnvoll, unsere Hauptstadt mal wieder ein kleines bisschen zu verlegen. Ich habe hin und her überlegt, dann wäre hier vielleicht ein bisschen schlechtere Stimmung und in Mediolanum wahrscheinlich auch schlechtere Stimmung, aber hier wäre es dann wieder besser. Aber im Moment geht es noch, deswegen lassen wir es noch sein, weil Mediolanum steht im Moment so auf der Kippe. Da will ich noch warten, bis sie den Tempel gebaut haben. Und dann können wir da auch ordentlich zulegen und dann können wir die Hauptstadt meinetwegen dann nachher auch nach Massilia verlegen. So mache ich das immer. Immer schön die Hauptstadt verlegen, damit es hier nicht allzu große Reibereien gibt. Ich will mal gucken, wie es hier in Condate Redonum aussieht. Nicht, dass wir hier noch 1000 Truppen zurücklassen müssen. Also auf jeden Fall werde ich den guten... Ach nee, jetzt machen wir erstmal die Runde zu Ende. So, Runde zu Ende und dann schauen wir mal, was sich so ergibt. Ah, die ganzen gallischen Diplomaten versuchen ihr Bestes. Ach, und da ist ja noch diese kleine Rebellenarmee in der Nähe von Ariminum. Und wir sollen Rhodos blocken. Rhodos, Rhodos, Rhodos. Rhodos war hier unten irgendwo. Und Gott sei Dank haben wir da gleich ein kleines Schiffchen. Hatten wir doch. Wo ist unser Schiff? Da. Nee, da ist Rhodos. Und unser Schiff. Haben sie uns das etwa... Ist das... Ach nee, wir wollten ja hier landen, genau. Zack, landen. Und dann ganz schnell nach Rhodos. Och, nun kommt... Animation, Animation. Und ich drücke die Leertaste. Und die Animation wird abgebrochen. Wir gucken mal, was wir hier an Agenten noch haben. Ja, die Agenten können auch mal hin. Haha, hoffentlich wird der Spion nicht entdeckt. Sonst sind die Ägypter uns ein kleines bisschen sauber. Und dann werden wir gleich mal nach Rhodos. Neutrale Seite angreifen. Yeah, Baby. Anscheinend will der Senat das von uns, dass wir uns mit den Griechen überwerfen. Meine Güte, können sie meinetwegen machen. Ich habe auch nochmal weiter überlegt. Und zwar... Oh, Patavium wächst. Patavium. Du Schöne. Du wächst endlich. Was? Prokonsuls Palast können wir jetzt schon hinmachen. 135% öffentliche Ordnung. Nee, ich werde jetzt nicht gleich die nächste Stadterweiterung machen. Ich werde jetzt erstmal dafür sorgen, dass die Stadt sich weiterentwickelt. Und das machen wir, indem wir hier erstmal einen großen Tempel hinbauen. Tempel, Tempel, Tempel. Tempel immer als allererstes. Mein Ansehen beim Volk steigt. Das ist wunderbar. Und hier sind auch ein paar Tempel fertig geworden. In Arretium zum Beispiel. So, in Arretium 7538, hier sind jetzt wieder 85% Zufriedenheit haben wir jetzt. Hm, das müssen wir aber noch toppen. Ach, was, was, ich schau mal in den Detail-Dingsbums. Ach nee, das war's nicht. Detail-Dingsbums. Genau, Bevölkerungswachstum, okay. Steuerratenstrafe, ja, die ich mit meinem sehr hohen Steuersatz ist natürlich klar. Hm. Schmutz, 2,5%, öffentliche Ordnung. Ah, die öffentliche Ordnung wird natürlich auch... Durch die Steuer und natürlich auch durch den Schmutz irgendwie. Also, ah, ich glaube, wir müssen was gegen den Schmutz machen, Leute. Schmutz, Schmutz, Schmutz. Schmutz ist nicht gut. Wenn wir jetzt hier einfach ein Kolosseum hinklatschen, dann ist der Schmutz immer noch da. Und ein paar Runden später haben wir dann wieder das alte Problem. Ich glaube, wir machen mal
für die allgemeine Gesundheit ein bisschen, machen wir den Schmutz mal weg. Haha, mit einem wunderschönen Bart. Und dann gucken wir weiter. So, Patavium. Haben wir jetzt die Legionsbaracken? Hey, Patavium, Legionsbaracken. Da kommen wir gleich dazu. Jetzt sind wir noch bei den Gebäuden. Condate Redonum. Ah, ein Schrein des Ceres. Und hier ist ja was los. Meine Güte, wo kommen die denn alle her? Aha, gallische Armeen, die mich angreifen wollen. Hm, das kann ich nicht zulassen. Und hier ist noch eine gallische Armee. Also jetzt wird auf jeden Fall viel gekämpft. Das werdet ihr gleich mitkriegen. So, hier baue ich schon mal eine Stadtwache. Und dann geht's wieder nach. Achso, da waren wir gerade. Condate Redonum. Genau. So, der Rekrutierungsbericht ist auch eingetroffen. Ein paar Velites haben wir. Massilia, endlich. Die erste Hastati-Einheit. Und gleich geht's weiter mit den Hastati. Allerdings werden wir jetzt auch nicht mehr nur Hastati bauen. Denn wir haben jetzt im Patavium die wunderbare Chance und Gelegenheit. Was ist eigentlich in Limonum? Ja, das Gesicht ist auch noch nicht ganz grün, eher so gelblich-grün. Aber das können wir erstmal so lassen. Und in Mediolanum, eieiei, meine Güte. Sehr hoher Steuersatz. Ich glaube, wir machen den Steuersatz mal ein bisschen runter erstmal. Wenn die sich dann wieder beruhigt haben, dann können wir da weitersehen. So, Patavium, Patavium, Patavium. Genau, hier ist ja schon eine ordentliche Armee am Start. So, die Prinzeps. Das ist unsere neue Einheit. Haben einen guten Nahkampfangriff, einen guten Fernkampfangriff. Ist eigentlich fast sowas wie Hastati, halt bloß ein bisschen besser, mit einer besseren Defensive. Können bei Belagerungen auch Tunnel bauen, habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Hm. Und ja, super. Das sind sozusagen die Hastati, die schon ein bisschen länger dabei sind. Die können wir jetzt hier erstmal ausbilden. Da freuen sich auch gleich alle, dass wir hier die Hastati so fleißig ausbilden. Okay, so, hier ist alles, hier sind die alle Messen gesungen, so wie es aussieht. Was können wir hier noch machen? Nichts. Hier können wir auf jeden Fall noch ein Pferd bauen. Und alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, wird von mir nach Patavium geschickt. Zum Beispiel diese Pferde. Die sollen wir nach Patavium gehen. In Aretium brauchen wir die nämlich nicht. So, Ariminum. Immer noch diese Rebellenarmee. Ah, wie ich sie hasse. Die nerven mich irgendwie so ein kleines bisschen. Ich glaube, wir werden mal Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. Wir werden mal, jetzt habe ich die gerade nach oben geschickt. Wunderbar. Das hat Yakinato der Weise wieder unglaublich toll gemacht. Hat die ganzen Einheiten jetzt nach oben geschickt und will eigentlich nach unten zu den Typen da, zu den Rebellen. Gut, vielleicht bauen wir hier. Nee. Ach. Gut. Habe ich jetzt eigentlich gar keinen großen Bock, diese Rebellen hier zu besiegen. Ja. Naja, gut. Okay. Lassen wir das erstmal sein. Das kann man auch nach hinten schieben. Gott sei Dank ist es ein rundenbasiertes Spiel und kein Echtzeitstrategiespiel. Partien hat gegen die Krieg erklärt. Gegen die Seleukiden. Meine Güte. Die Stammesnamen werden ein bisschen komplizierter. Der Spielfortschritt wird immer doller. Ja, und jetzt haben wir hier unsere kleine Ecke zu beackern. Wir wollten ja eventuell diese beiden Armeen dazu benutzen, um hier nach Spanien durchzubrechen. Eigentlich können wir es mal machen. Da haben wir uns die Gallier da unten wenigstens vom Hals geschafft. Dann können die uns da nicht mehr nerven. Und ja, Eva mit Amulius Victor weiterziehen. Und hier die gallische Städte unterjochen. Werden wir auf jeden Fall mit unserer kleinen Armee, die hier ist, diese Armee unterjochen und töten und hast du nicht gesehen. Schlachtkarte, zwei Einheiten scheint es zu sein. Gegen unsere vier oder fünf. Ich denke mal, da werden wir einfach ruff da und fertig ist. Okay. Ah ja, genau. Eine Kollision auf See kann deinen ganzen Tag ruinieren, sagte Thucydides. Und der muss es ja wissen. So. Die Generalsrede, die spare ich mir jetzt mal. Oder, ach nee, wir gucken sie mal uns mal an. Ich glaube, die ist auch relativ kurz. Ja, ja, bla bla. Die haben den Gestank des Todes an sich. Natürlich, die werden auch gleich von mir getötet hier. So, und unser namenloser kleiner General. Naja, der hat natürlich keine Redefähigkeiten. Okay, ihr braucht keine Angst zu haben. La 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 la. Okay, als ob das jetzt so ein großes Ding wäre. Einfach starten, starten, starten. And you find bravery in your heart. Und jetzt wackeln sie alle mit den Schilden. Ich glaube, die Rede ist vorbei. Ist die Rede vorbei? Ja, die Rede ist vorbei. Super. Mhm. Hoffentlich. Ich höre das ja nicht. Ich habe ja meine Lautstärke mal runtergeschaltet, damit mein Mikro jetzt nicht so arg feedbackt. Gut. Und, och Gottchen. Naja, gut. Ruf da. Haben die da etwa Pferde? Pferde? Pferde. Ah, Pferde. Meine Güte. Ist aber Gott sei Dank nur eine leichte Kavallerie. Und wir werden mal relativ aggressiv an die ganze Sache herangehen. Wir werden nämlich mal so tun. So. Bitte schießt aufs Geratewohl und Defensivhaltung. So machen wir das. Ich denke mal, da werden wir keine großen Probleme haben.
Allein schon durch den Pfeilhagel, der dann entsteht. Ah, mal gucken. Ja, wir sind gut aufgestellt. Allein schon durch den Pfeilhagel, der entsteht durch unsere Astarti, dürfte diese Kavallerieeinheit gleich zugrunde gehen. Und ansonsten, naja. Das Einzige, was wir nicht machen dürfen, ist jetzt irgendwelche Astarti von uns ausscheren lassen, dass die zum Beispiel von hier nach da gehen oder so. Weil dann kommt hier die Kavallerieeinheit und stürzt sich sofort rauf. Auch wenn die Astarti vielleicht dann noch eine kleine Chance haben. So, und ja, da hinten bewegt sich was. Großes Geschrei. Und was ist das denn? Das ist der Fernkämpfer. Die großartige Fernkämpfereinheit des Gegners. Ja, dann mach mal. Haha. So, Yakinato der Weise bereitet sich schon mal vor. Und meine Güte, was hat der denn gemacht? War der nicht artig oder wie? Oder ist er so eine Art Verhandlungstyp? Na, holla die Waldfee. Okay, ja. Ich werde ihn mal lassen. Mal sehen, wie viele von unseren Soldaten er umbringt. Nicht, dass er hier irgendwie Sprengstoff an sich hat oder... Ach, gab es ja damals noch nicht. Hatten sie ja damals noch nicht erfunden. Okay, es wird anscheinend ein großartiger Flankenangriff. Und ich werde mal... Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Guck mal, da gehen sie schon in Bereitschaft. Die sehen den Gegner nämlich. Und mein General wird sich mal todesmutig praktisch hier so auf diese Seite stellen. Und zwar zackig. Damit er gar nicht auf die... Ah, okay. Tja, so viel dazu. So, und jetzt kann der Hauptangriff praktisch losgehen. Ui, die sind aber schnell. Meine Güte. Ah, ist ja auch mein General. Okay, jetzt kann der Hauptangriff praktisch losgehen. Und ja, würde ich mal sagen, ne? Hoppidi-hopp. Wir werden uns auch gleich, wenn die sich in Bewegung... Sobald die sich in Bewegung setzen, werden wir uns hinstellen einfach. Eine wunderbare Angriffslinie, Verteidigungslinie bilden. Was rede ich denn schon wieder? Eine wunderbare Verteidigungslinie bilden und den Gegner mit einigen Speeren empfangen. Mit dem Pilai oder Pile. Na, wird er ja gleich sehen. So. Das finde ich mir immer toll bei den Hastati, bei den römischen Einheiten. Manchmal nervt es auch ein bisschen, wenn man einfach wirklich nur reinchargen will, ohne irgendwas zu werfen. Denn normalerweise bleiben die dann immer vorher stehen und wissen nicht genau, wohin und was sie machen sollen. So, und jetzt geht hier das große Kriegsgeschrei los. Ja, ja, macht mal. Ach Gottchen, immer dieselbe Sache. So, noch ein kleines bisschen verhalten sind sie. Mhm. Eifrig. Der Ansporn des Generals scheint auf jeden Fall was zu bringen. Aber nicht, oh, scheiße, nicht wenn's, schade, nicht wenn's gegen Yakinato geht. So, und jetzt dürft ihr euch mal ein bisschen zackig und ich hoffe, die reagieren jetzt nicht schnell genug. Eigentlich, ja doch. Nee, eigentlich müssten die doch jetzt schon werfen, oder? Werft mal, Leute. Na gut, dann machen wir das noch ein bisschen anders. Bauen wir mal hier so einen kleinen Kessel auf. Wir haben jetzt auch keine Reserveeinheit hinten stehen. Ja, gut. Ich würde mal sagen, Ärgermodus an! Jetzt ärgern wir die nämlich ein bisschen. Gehen noch einen kleinen Schritt näher ran. Hui! Und jetzt endlich müssten sie werfen können. Los, kommt, werft mal. Jawohl! Aha, und sobald dann die Leute angreifen und Quatsch machen, sobald diese Warband-Typen dann auf uns zukommen, werden dann meine Flankeneinheiten angreifen. Aber erstmal könnt ihr ja hier ihre Speere schön... Ja, macht mal. Wunderbar. Lalala. Okay, los geht's. So, und da geht's auch los. Jetzt bleiben sie da. Seht ihr, das meine ich. Jetzt bleib, ach nee, jetzt geht's gleich direkt ran an die Buletten. Wunderbar, jetzt haben sie anscheinend dadurch, dass sie ihre Speere schon geworfen haben. Naja gut, das dürfte jetzt nicht allzu lange dauern. Außer die käsen sich hier endlich mal aus hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ihr sollt rennen. Das ist manchmal ein bisschen unpräzise. So, und jetzt werden wir hier hinten gleich mal den gegnerischen General auf jeden Fall. Ja, beunruhigt wegen ungeschützter Flanken. Also, lieber General, da wäre ich auch ein kleines bisschen beunruhigt in der Situation. So, und der macht ja gar nichts. Der stellt sich da hin und ja, lässt sich abmetzeln, würde ich mal sagen. Hopp mal, los, hoppidi hopp. Sieg, 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 so schnell geht das. Tja, den General kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Dafür müssen dann diese Warband-Typen bluten. Nein, 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 stopp. Nicht werfen, bitte nicht werfen, bitte nicht werfen, bitte nicht werfen. So, das wollte ich jetzt nicht. Da hätten die jetzt alle nochmal reingeworfen. Das war jetzt leicht ungünstig, diese Entscheidung. Diese, ja.
Weil jetzt holen wir die wahrscheinlich nicht mehr ein. Oder etwa doch? Wer weiß. Los, werft um euer Leben. Ach, und jetzt treffen sie doch wieder meine Hastati. Oder? Oder etwa nicht? Nein. Ah, sehr schön. Okay, und rennt. Der General ist schon über alle Berge, so wie es aussieht. Ja, der General ist schon über alle Berge, so wie es aussieht. Okay, dann stellen wir mal die Zeitbeschleunigung an. Hat jetzt irgendwie gar nichts gebracht. Haben jetzt auch nicht so viele mit in den Jordan gerissen. Auf jeden Fall haben wir die zur Flucht gebracht und können sie gleich nochmal angreifen wahrscheinlich. Oh, Hilfe! Hilfe! Yakinata Weise verfolgt mich! Tja, für so einen Barbaren muss es auf jeden Fall immer sehr traumatisch sein. Gut, war jetzt nicht so der gloriöse Sieg. Ich habe es ja auch relativ schnell gemacht. Schnarch. Okay, ich kam, sah und siegte. Veni, Vidi, Vici, sagte Gaius Julius Caesar. Und Gaius Julius Caesar, der ist hier in dieser Zeit noch gar nicht geboren. Der ist noch völlig, völlig unbekannt. Noch nicht mal, an den ist noch nicht mal zu denken, in irgendeiner Art und Weise. Aber ich verstehe nicht, warum da jetzt irgendwelche Rebellen sind. Gut. Dann werden wir das mal folgendermaßen lösen. Wir werden mal unsere großartige Kavallerieabteilung mitnehmen. Unsere Triaria, ja doch, Bogenschützen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ach, nehmen wir doch die Elite-Hastati mit hier, oder nicht? Doch, Elite-Hastati. Ich glaube, das dürfte schon reichen. Ach so, und hier, zwei Söldner bitte noch. So, und so schnell geht das, meine Lieben. Warum? Jetzt aber. Okay, Hauptmann Mozius. Hauptmann Mozius, was hast du denn dabei? Schwertsmänner und Warband. Ach, das ist auch schon wieder so ein Kämpfchen, wo man eigentlich gar keinen Bock hat, das zu machen. Da würde ich eigentlich lieber auf automatisch lösen drücken, weil das ist eigentlich auch irgendwie nicht spannend. Also das Einzige, was uns jetzt passieren kann, ist, dass wir jetzt hier so eine Teutoburger Waldsituation haben. Praktisch so ein Pfad durch den Wald. Und die Gegner lauern an den Seiten. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Ich hoffe mal nicht so. Okay. Ah, perfekt. Positionierung starten. Die langwierige und ermüdende Rede von Amulius Julius können wir uns sparen. Ach Quatsch, war natürlich nur ein Scherz. Amulius Julius ist natürlich unser rhetorisches Genie. Der Redner, der die Massen in Verzückung setzt. Schlacht starten. Okay. La la la. So, alle mal ruf auf die Bulle. Hier, ja genau. Und was ist das? Ach, das sind die Archer. Gut. Ja, dadurch, dass die noch nicht mal irgendwie eine Kavallerieeinheit haben, werden wir die hier auch ganz wunderbar ausflanken einfach. Werden wir uns hier hinten hinstellen. Schauen wir mal. Ja, das ist halt nur die Warband, ne? Hier sind ein paar Schwertleute. Die werden wir aber mit der Kavallerie, werden wir die einfach überrennen. Da können die auch gar nichts gegen machen. So. Dann den noch. Wo waren nochmal die Dinger? So. Und die dürfen da auch noch mitmischen. Ja. Wir schleichen uns praktisch hier mit unserer Kavallerie mal hinten rein. Und dann werden wir in Sekundenschnelle die Gegner zerbröseln. Ha, jetzt kommen sie sogar auf uns zu. Wunderbar, der Gegner hat erkannt. Yakinator versucht ein Flankenmanöver. Manometer, seid ihr gut. So, und dadurch, dass jetzt die Billigtruppen hier nach vorne zum Angriff marschieren, werden wir mit unserer Kavallerie ganz easy. Na, werden wir mit unserer Kavallerie hoffentlich noch rechtzeitig kommen, bevor hier alles im Bach runtergeht. Ah, schnell, schnell, schnell. Weg da. So, und jetzt müssen wir aber ganz, ganz zackig. Und zwar Sturmangriff. Und dann hauen sie ab. Ja, so habe ich mir das gedacht. Ja, sehr schön. In wenigen Sekunden sind verschiedene Gegner tot. So, der General nimmt sich mal die. Die dürfen sich auch nochmal hier austoben. Und die natürlich auch. So, was ist das da hinten? Ja, flüchtet bitte. Flüchten. Flüchten, habe ich gesagt. Jawoll. So sieht das gut aus. Und ja, jetzt darf eigentlich Amulius... Oh, ja, da hat sie ihn weggehauen. Schlacht fortsetzen. Ja, die Generalseinheit völlig aufgerieben. Gar keine Chance.
Und die anderen chillen einfach mal ein bisschen. So, ihr dürft mal chillen. Chillt mal. Ja. Und Amulius, Julius kümmert sich um den Rest, um die Flüchtenden. Hier darf unsere Reitereinheit nochmal, vielleicht noch ein Sternchen verdienen. Schauen wir mal. Ach, schon fertig? Das ging aber schnell. Manometer, das war ja Blitze, Blitze, eiskalt hier. Ein blitzblanker Sieg. In weniger als einer Minute, würde ich jetzt gerade mal behaupten. Okay, clearly won the battle. Hat der Gegner überhaupt irgendwelchen Schaden bei uns verursacht? 21. Ah, und unser General ist wieder aufgelevelt. Und unsere Equites haben auch noch was dazu gekriegt. Also es hat sich wirklich gelohnt, mal gegen die Gallier hier vorzugehen. Super, super, super. Ah, und Waffen bewahren den Frieden. Ein lateinisches Sprichwort. Leider kein Sprichwort der modernen Zeit.